Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Bausimulator. Wir müssen weitermachen hier mit dem Decke betonieren. Ja, wir haben ja in der letzten Folge die Wände hier betoniert, wenn ich mich nicht irre, und den Boden, beziehungsweise den Boden haben wir nur da hinten betoniert gehabt. Ja, jetzt müssen wir weitermachen hier mit unserem Betonmischer und unserer Betonpumpe, mit der die Steuerung so wunderbar ist. Eigentlich überhaupt nicht. Ja, ich schalte gerade erstmal wieder die Lichter an. Man sieht es immer dran, ob ich eine neue Aufnahmesession habe oder nicht, wenn die Lichter aus sind. Wenn die Lichter aus sind, hatte ich das Spiel beendet. Wenn die Lichter noch an sind, dann habe ich direkt weitergespielt. Erkennt man daran immer ganz gut. So, einmal den Beton laufen lassen. Wie viel haben wir denn überhaupt? Okay, da können wir eigentlich direkt leeren und neu kaufen, weil, ja, hätte sich jetzt wieder gar nicht gelohnt, da umzusteigen. So, dann gehen wir mal in unsere Betonpumpe. Sind ja immer noch fleißig bei der Biogasanlage dabei. So, das brauchen wir und das müssen wir auch wieder anschalten. Ja, jetzt kommt wieder die Steuerung mit der Betonpumpe. Ist es immer ein kleiner Kampf, muss man sagen. Ist immer ein kleiner Kampf. So, ich würde jetzt gerne hier ein Stück nach vorne kommen. Genau, so. Das sieht doch schon mal halb professionell aus. Halb professionell. Gießen an. Wie, ist leer? Kann doch gar nicht sein. Sag bloß durch... Ah, befüllen an aus hat natürlich das Gießen ausgemacht. Ah, ärgerlich. Mussten wir doch wieder umsteigen. Mussten wir gerade doch wieder umsteigen. Naja. Wäre auch zu schön gewesen, wenn es direkt geklappt hätte. So, aber jetzt hochkonzentriert die Decke gießen. Ja, sieht doch gerade gar nicht so verkehrt aus. Perfekt. Markierten Bereich räumen. Okay, wir schwenken einfach auf die Straße rüber. Jetzt sollen wir die anderen Baumaterialien liefern. Die haben wir aber schon da. Wir hatten ja bei dem Auftrag diesmal so gemacht, dass wir gleich alle Baumaterialien hier haben. Heißt, wir müssen jetzt nur die Sachen verteilen. Haben wir uns eine Fahrt gespart und dann wird da die Decke aufge... Oder beziehungsweise die... Nein, wir müssen Fertigwände holen. Nein, 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 es wird keine Wand mehr gegossen, sondern wir müssen jetzt Fertigwände dann holen. Das müssen wir auf jeden Fall noch machen. Wir haben ja nur die Baumaterialien beim Bauhof geholt. Beziehungsweise beim Baustoffhändler. So, Deckenelemente brauchen wir 2 Stück. Das passt ganz gut. Wir haben nur noch 2 Stück Palette Wellblech. Platten haben wir nur eine Palette da, das passt, und Palette Ziegel, das heißt, alles, was jetzt hier steht, muss verteilt werden. Das kriegen wir aber hin. Das kriegen wir hin. Ja, für die Fertigwände müssen wir halt doch nochmal weg dann. Da müssen wir halt nochmal wegfahren. Kommt das alles jetzt hier hin, so wie es aussieht? Ja. So, jetzt wird es wieder Nacht. Ich finde, dem Kran fehlt so ein bisschen der Arbeitsscheinwerfer. Meistens haben ja auch so große Kräne noch Arbeitsscheinwerfer dran. Hat er aber nicht. Ich weiß nicht, ob es in der Realität so ist, aber da sieht man jedenfalls öfters mal Kräne, dass die nachts schön beleuchtet sind. Day hat anscheinend sowas nicht. Ist natürlich ein bisschen blöd, wenn man dann nachts arbeitet. Ist ein kleines bisschen blöd, aber geht schon. Ich meine, wir haben ja so die Baustrahler außenrum stehen, aber ja, stellenweise ist es halt ein bisschen dunkel. Man kennt es ja mittlerweile aber schon von uns, dass wir immer nachts durcharbeiten. Was auch einfach daran liegt, dass es die Funktion zum Nachtüberspringen noch nicht gibt. Die kommt erst noch. Aber ja, deswegen müssen wir halt immer die Nachtschicht durchmachen. Aber irgendwann kann man auch die Nächte überspringen. Ist ein bisschen realistischer, als wenn man jetzt hier nachts um 1 Uhr mit dem Bagger oder mit der Erdbauwalze irgendwie den Boden verdichtet. Ja, ich glaube, das wird sich kein Nachbar wirklich gefallen lassen. Was ja auch ganz verständlich ist, würde ich mal sagen. Irgendwann will man nachts ja doch mal schlafen. Aber klar, es gibt auch Baustellen, da bietet es sich natürlich an, dass man nachts arbeitet. Thema Autobahn zum Beispiel.
hat man nachts einfach weniger Verkehr. Oder bei der Bahn wird auch immer nachts gearbeitet, weil auch einfach weniger Zugverkehr unterwegs ist. Ich habe ja eine Zeit lang mal direkt an der Bahnstrecke gewohnt und ja, da wurde halt öfters mal nachts gearbeitet. War dann immer schön, wenn alle 10 Minuten irgendwie so eine Tröte getutet hat und weil ein Zug kam und ja, der Baulärm halt nachts, aber mein Gott, da muss man dann halt leider einfach mal durch. Es geht halt nicht anders. Geht halt nicht anders, muss man halt mal durch. Ich meine, man gewöhnt sich auch selbst an so Lärm, finde ich. Man gewöhnt sich auch an sowas. Eigentlich gewöhnt man sich immer an alles. Kommt halt auch vielleicht drauf an, wie lang so eine Baustelle dauert. Wenn du das jetzt vielleicht jahrelang hast, dass es dann alle 5 Minuten irgendwie tutet, weil ein Zug kommt. Klar, vielleicht drückt man da nicht mehr ganz so sehr ein Auge zu irgendwann, weil vielleicht raubt es einen doch einen Nerv, wenn man sich halt nicht dran gewöhnt hat. Aber ansonsten, ja, sollte sowas eigentlich kein Problem sein. So, wir sollen jetzt die Fertigwandelemente holen. Wir haben 435.000, deswegen ist jetzt gerade die Frage, was brauchen wir denn für ein Fahrzeug? Es ist egal, welchen Auflieger wir da besorgen oder brauchen wir wieder diesen speziellen großen Auflieger. Ja, ich muss gerade erst wieder reinfinden, so. Irgendwie schlägt das Spiel aber auch für jeden Auftrag den Multi-Auflieger vor, was ich nicht so ganz verstehen kann. Ich würde fast sagen, wir gehen gerade mal zum Fahrzeughändler. Das ist der, was in jedem Auftrag eigentlich gesagt wird, nimm den. Aber ich hätte halt gern einen normaleren Auflieger. Der hat sogar Seitenwände, der hat keine. Und dann brauchen wir natürlich noch einen Auflieger für Fahrzeuge. Aber für die Fahrzeuge kann man kein Material drauf transportieren oder geht es spieltechnisch? Ich weiß es nicht. Sonst hätte man natürlich zwei Fliegen mit einer Klatsche geschlagen. Wäre natürlich ein bisschen angenehmer. Ich finde den eigentlich mit den Seitenwänden viel cooler, muss ich sagen. Wir kaufen den einfach mal. 60.000 ist nicht ganz so viel Geld für uns aktuell. Jetzt ist nur die Frage mit der Zugmaschine. Was nehmen wir da? Mit Kran ist natürlich praktisch. Aber andererseits auf der Baustelle haben wir meistens ja einen Kran dastehen. Boah, ich würde fast den mit den 3 Achsen nehmen, weil dann können wir auch die schweren Sachen ruhig mit dem transportieren. Das sieht dann nicht ganz so lustig aus. 95.000, komm, wir kaufen einfach den MAN. Wir können uns ja auch noch die anderen kaufen. Wir haben ja wahrscheinlich früher oder später eh genug Geld dafür übrig. So, dann gehen wir gerade mal zum Händler hin. Und schauen uns mal unsere Fahrzeuge an. Ich bin jetzt mal gespannt, ob die fertige Wände auch auf den Auflieger draufpassen. Ich befürchte ja nicht, Ich will es aber probieren, ich finde halt dieser Multi-Auflieger ist halt komplett übertrieben für jede Aufgabe, weil der wird einem bei jeder Aufgabe vorgeschlagen, obwohl eigentlich meiner Meinung nach überhaupt nicht nötig. Ja, haben wir natürlich direkt den fettesten LKW genommen, aber ja, den können wir wenigstens dann auch wirklich für alles einsetzen. Nur er hat halt jetzt keinen Kran hinten dran, aber wir können uns ja auch noch den mit dem Kran irgendwann holen. So oft brauchen wir den, glaube ich, gerade nicht mehr. Willst nicht dran hängen? Eben hatte ich eigentlich gedrückt gehabt, es hat Geräusche gemacht. Jetzt hängt er dran. Sehr schön. Ich denke mal, eigentlich müsste hier doch diese Fertigwandhalterung draufpassen. Theoretisch. Da.
muss ich gerade erstmal die Fertigwarenfabrik suchen. Ich bin jetzt wirklich mal gespannt. Wie einfach die Räder hier am Durchdrehen sind. Das Ding gibt einfach viel zu viel Gas. Ich muss, glaube ich, doch mal ein bisschen gefühlvoller anfahren. So, ich bin jetzt wirklich mal gespannt. Ich bin jetzt richtig gespannt. So, da müssten theoretisch beide jetzt geladen sein. Spiel hat nicht gemeckert. Ja, sieht gut aus. Sieht auch passend aus. Das sieht doch schon viel gescheiter aus, als wenn wir mit diesen riesen Spezialauflieger mit den 30.000 Achsen gefühlt da durch die Gegend eiern, wenn es auch locker auf sowas drauf passt. Deswegen verstehe ich es nicht ganz, dass das Spiel das vorschlägt. Das passt hier auch locker drauf. Das ist eine ganz normale LKW-Ladung. Das ist eine ganz normale LKW-Ladung, würde ich sagen. Ich hätte jetzt schon mal Bock, mit dem LKW da hinzufahren, aber irgendwie, ich glaube, das dauert so lange. Das ist ein weiter Weg. Wo sind wir denn? Da sind wir. Machen wir die Schnellreise. Wir machen dann auf jeden Fall demnächst mal mehr LKW-Fahrten. Weil ich, denke ich mal, mir bald auch einen Auflieger hole für die Fahrzeugtransporte. Und da bietet sich das natürlich an, wenn ich dann auch das mal nutze. Und wir ein bisschen mit den Fahrzeugen durch die Gegend kurven. Ich weiß nicht, ob ich hier reinpasse, was ich hier gerade vorhab, aber ja, ich glaube schon. Ja. Null Problemo. Null Problemo. So, ich stelle mich möglichst nah hier dran jetzt. Brauchen wir mit dem Kran nicht so weit hin und her schwenken. Ich meine, den großen Auflieger werden wir auch noch brauchen. Den werden wir uns auch noch kaufen müssen. Spätestens, denke ich mal, für den Windradbau, der uns noch bevorsteht, werden wir ja etwas Größeres brauchen. Spätestens da, denke ich mal, dann. Boah, das war großzügig. Das war gerade großzügig fürs Spiel. Wo kommt das denn überhaupt hin? Das kommt doch gar nicht hier hin. Das sieht so hell leuchtend aus, aber nee, das hier leuchtet hell. Habe ich mich gerade ein bisschen täuschen lassen. Manchmal steht man mit dem Kran in so einem komischen Winkel da, dass die Steuerung richtig schwer ist, wobei es eigentlich so einfach ist mit dem Kran. Manchmal muss man da echt gucken. Ein bisschen rumprobieren. Also man denkt, man müsste anders lenken, aber irgendwie, nee. Es ist manchmal ein bisschen merkwürdig zu beschreiben auch. Hatten wir die großen Wände noch, aber so geht es wenigstens jetzt ganz schnell, wenn wir, ups, direkt da, habe ich doch das andere angehängt, wenn man direkt daneben steht.
Noch die zwei kleinen und dann haben wir das auch. Ich muss eigentlich gerade noch mal schnell ein Bild machen dann. Wir hängen das jetzt mal an und dann steige ich mal kurz aus dem Kran aus. So. Dann muss ich mal jetzt ganz schnell ein Fotochen machen von unserem neuen LKW, von der Neuanschaffung. Mit Auflieger. Falsche Taste. So, Fotomodus. Ein bisschen drehen wäre, glaube ich, nicht verkehrt. So. Ich glaube, dann sieht man den Aufleger auch ganz gut und wir sehen diese grüne Markierung nicht so doll. Also ein bisschen mehr vom Boden aus sieht auch cooler aus. Komm, wir machen es noch einmal so. Ja. Gut. Dann machen wir schnell noch das letzte Teil an die gewünschte Position. So, es müsste eigentlich passen. Ja. Wir haben immer noch, trotz Kauf von dem LKW in den Auflieger, immer noch 272.000. Wandmauern. Auch nicht schlecht. Hatten wir, glaube ich, auch noch nicht die Aktion. Ich wollte gerade sagen, sind wir jetzt eingesperrt, aber nein, zum Glück nicht. Zum Glück nicht. Wir sollen die nächsten Baumaterialien direkt auspacken. Das ging schnell. Wir sollen wieder Beton gießen. Also die Deckenelemente haben wir anscheinend platziert. Gucken, wie viel Material wir hier noch drin haben. Ja, der ist ja noch ziemlich gut gefüllt. Dann können wir das schon mal starten, das Gießen. Sag mal, was macht der? Jetzt hat er sich gefangen. Ich habe gerade nichts gemacht. Er hat nur gerade mal einen kleinen Aussetzer gehabt, geistig. Jetzt geht's ihm aber wieder gut anscheinend. So. Dann legen wir mal los. Bin mal gespannt, ob das Material jetzt reicht. So ein großes Stück ist es ja eigentlich nicht, aber naja, das Material ist trotzdem schnell rausgefeuert. So. Ja, sehr schön, hat doch gereicht. Hat doch gereicht. Perfekt. Dann schalten wir gerade noch den Betonmischer aus. Und fahren unseren LKW mal ein bisschen an die Seite. Ja, ein kleine Meter hängt drauf auf die blaue Markierung. Das ist ja kein Ding. Stell mich gerade mal hier so an die Straße. Sollte man zwar so rum nicht machen, aber hier fährt ja gerade eh kein Auto entlang. Wir können auch gerade die Transportrahmen mal zurückgeben. Ich weiß zwar nicht, wie das funktioniert von dem Ort hier aus, aber die sind dann schlagartig weg. Soll mich nicht stören. Soll mich nicht stören. Wände gießen. Welche Wände? Ach, da. Ah, okay, jetzt geht's da hinten weiter. Da muss ich ja jetzt schon wieder umparken. Ich glaube, ich baue jetzt wirklich hier auf. Das ist mir sonst... Sonst müssen wir noch 10-mal umparken. Wobei es jetzt wahrscheinlich das letzte Mal ist, dass wir umparken müssten.
Aber da denkt man sich, okay, man ist mal schlau, man parkt außerhalb, damit man nicht ständig auf- und abbauen muss. Und da muss man trotzdem ständig auf- und abbauen. Es ist wunderbar. Das ist, wenn die Pläne nicht so ganz funktionieren. So, komm, wir machen das mal auf die schnelle Art und Weise. Wobei wir da bestimmt auch mit dem Betonmischer einfach dran fahren könnten. Müssten wir zwar 30 Mal rangieren, aber wäre wahrscheinlich fast einfacher als mit der Betonpumpe. So, die Klappe machen wir schon mal auf. Die Stützen fahren wir auch aus. Ja, wir können ja hinten diese Verlängerung dran machen, dann könnte man bestimmt locker da hinten die Wände befüllen, aber naja, das müsste ich halt 10 Mal rangieren mit dem Ding. Ist auch keine so tolle Lösung. So, aber das sieht passend aus. Ich leere gerade mal und befülle mal wieder aufs Neue. Damit wir jetzt nicht gleich nach 2 Sekunden wieder hier Feierabend haben. So, ich finde, das sieht gar nicht so verkehrt aus. Ja, man sollte natürlich auch treffen. Steuerung. Einfach mal die Hälfte daneben gegossen, aber ich denke mal, das zieht es vom Material nicht ab, wenn man nicht trifft. Ich denke mal, so nett ist das Spiel dann schon, dass es dann nicht das Material berechnet, wenn man da daneben feuert. Krass, ich hätte aber gedacht, wir hätten jetzt doch ein bisschen mehr Reichweite. Ist aber schon hart an der Grenze gerade. Ist schon hart an der Grenze. Ich weiß nicht, was ich hier mache, aber ich treffe so halb. Oh Gott. Okay, wir haben es auf jeden Fall irgendwie geschafft. Es sieht zwar sehr kompliziert aus, aber wir haben es irgendwie geschafft. Markierten Bereich räumen, okay. Oha. Das heißt jetzt viel Kranarbeit, so wie es aussieht. Lass die Betonpumpe gerade einfach mal so stehen. Haben wir aber Glück gehabt, dass ich jetzt nicht noch 1 Meter weiter vorne geparkt habe. So wie es aussieht, der Micha ist leer. Ja, der ist leer, da dreht sich nichts mehr. Dann hat es ja genau gereicht. Haben wir Glück gehabt. So, da sollen wir jetzt die ganzen fertigen Wände stellen. Würde ich aber sagen, machen wir in der nächsten Folge. Bin mal gespannt, was hier eigentlich noch alles gemacht werden muss, weil wir haben erst 54% abgeschlossen, aber die Dinger stehen schon zum Teil. Mal schauen, was da noch alles gemacht werden muss. Ja, ich bin gespannt, ich hoffe ihr auch. Falls euch die Folge gefallen hat, lasst eine Bewertung da und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Würde mich mega freuen und mega unterstützen. Macht's gut, bis zur nächsten Folge. Euer Tommy.